Servus und herzlich willkommen zurück bei Far Cry 5. Jetzt wollte ich schon wieder 4 sagen. Was ist denn mit mir los? Zu der ersten Folge nach der kleinen Weihnachtspause. Ja, schreibt doch mal in die Kommentare. Wie war bei euch Weihnachten? Habt ihr geile Geschenke bekommen? Ich habe Geld bekommen und ja, einen Kalender. Nee, was ich hier nochmal ansprechen wollte, ich hatte ja im letzten Stream, sprich dem Minecraft-Schnee-Stream, eine Facecam, beziehungsweise mein Handy, das habe ich ja einfach oben am Bildschirm befestigt. Die Frage ist jetzt, wollt ihr auch in so guten alten Let's Play-Projekten wie jetzt hier Far Cry 5 ebenfalls eine Facecam haben? Weil ich finde, das würde das Feeling ein bisschen zerstören, aber schreibt da mal eure Meinung in die Kommentare und bevor wir hier wieder lang rumreden, würde ich sagen, gehen wir auf Fortsetzen. Genau, in der letzten Folge haben wir Angriffe auf irgendwelche Sektenseppen geflogen mit unserem gelben Kampfjet. Und okay, da haben wir einen Quad und da haben wir einen Picker. Ich würde sagen, Quad ist geiler, oder? Ich markiere mir das mal schnell. Hier. Dann rennen wir da mal hin, weil ich habe keinen Bock hier durch den amerikanischen Wald zu Fuß zu laufen. Auch wenn ich das hier gerade tun muss. Oh Gott. Gefährlich. Ich habe Angst, Leute. Scheiße, was war das? Hallo? Ist da jemand? Oh. Ist einer von uns? Nee. Bist du tot? Ja. Sorry, du warst zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich brauche deinen Quad. Tschüss. Was war das? Was war das? Yo. What? Jo, jo, jo. Was willst du denn auf einem? Dich überfahre ich, Alter. Kenne ich gar nichts. Ich habe einen Wapiti-Ort entdeckt. Ich mach mal das Spiel ein bisschen, das ist ja grauenvoll. Was? Alter, erschreckt mich nicht so. Er strahlt auf einmal seine Fresse im Scheinwerfer. Das gibt's auch Small, Alter. Bist du blind? Tja. Ah, weißt du was, wenn ich hier schon so viele Leute hops nehme, dann plündere ich die natürlich auch. Ich meine, 8 Dollar. Ich bin knapp bei Kasse, das nehme ich gern mit. Ist hier ein Grizzly oder was? Was sind das für Geräusche hier? Hallo, ich habe Angst. Das klingt nicht nach einem Bär, ne? Das klingt eher wie so ein Waschbär oder eine kämpfende Katze oder sowas. Ich will wissen, was da. Da drin ist etwas. Was ist das? Es hat Krallen, oder? Ja, es hat Krallen. Es ist also. Du denn? Was bist du denn? Ah! Was willst du, Mann? Was bist du? Ich hab dich dreimal angeballert. Geh doch weg! Okay, weg hier. Weg hier, weg hier, weg hier. Das ist ein Hinterhalt. Scheiß die Wand an. Das komische Viech kann da auch vergammeln in seinem Container. Ist ja nur hier. Ist ja kein echt. Ich sehe nicht echt hier alles. Sektenverfolgung. Okay, wir können mal schauen, was wir hier für Missionen machen können. Letztes Mal waren wir hier, ne, bei unserem Flugplatz. Ich möchte jetzt nicht heute schon wieder. Genau diese Ranch hier habe ich befreit, als ich die Folge gedreht habe, die. Was? Egal. Wo ich die Folge gedreht habe, die leider nicht erschienen ist, weil OBS die verkackt hat. Kann ich nichts dafür. So, also was gibt's hier jetzt? Das sind irgendwelche Orte wahrscheinlich.
ja, Lamm Gottes. Fahr mal hin. Ja, fahr die Straße runter, oder? Okay, Abfahrt, Jungs. It's time for a fucking crusade. Ah, das sind Bären, oder? Ne, das sind Wapitis. Das ist mir zu kompliziert. Ich loot hier noch ein bisschen. Ah, jetzt geht's ja. Warte mal. So. Yo, 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 dann kämen wir uns hier wieder die Lamb of God Kirche und dann. Mann, ich habe mich echt ablenken lassen. Ich will nicht, dass die Folge zu lang wird. Ah, das ist das Schöne auch an der Map. Es gibt immer irgendwas Neues hier. Bulldog ist jetzt auch nicht so der schnellste, aber guck mal, wir können damit einfach die Gegner dann umfahren bei der Lamb of God Kirche. Das ist doch. Das ist es mir wert. Also. Das wird geil. Video ist dann wahrscheinlich gesperrt, so. Ja, monetarisieren kann ich ja eh noch nicht, also. Go for it! Jetzt geht's ja rechts rein. So, da la. Das wann dann ist das. Okay, wir sind sowieso entdeckt. So, jetzt fahre ich meine Schneidwerkzeuge. Oh, Gottes Willen. Der wurde richtig zerfetzt. Oder die. Jetzt kommt der mit dem Flammenwerfer. Was ist gerade passiert, Mann? Ich weiß es nicht. Ja, ich. Keine Ahnung. Mein Traktor ist, glaube ich, explodiert. So. Direkt nochmal. Selbe Taktik wie vorher. Jetzt ist auch unsere Scheibe nicht mehr kaputt, ne? Vor allem, wieso habe ich einen neuen Traktor? Ich meine, die Zeit wurde ja nicht zurückgesetzt. Die Leute hier sind ja jetzt tot, oder was? Ist das hier die Lamb of God Kirche? Hier ist ja keine Kirche. Sei ich denn hier markiert, oder? Ja, ich habe das falsch markiert. Gut, Leute, ihr hättet gar nicht wirklich sterben müssen, aber leid tut's mir irgendwie auch nicht. Also wir haben. Vielleicht kann man ein bisschen looten hier. Hier mal die. Du wurdest gezeichnet. Oh Gott, wie das hier aussieht vorne. Voll der Horror. Was? Ein Einfangteam ist auf dem Weg. Okay. Oh, das ist ein Digger. Warte mal. Die Dinge kann man nur hiermit erledigen. Jawohl. Was zur Hölle? Was ist das jetzt? Hä? Story, nice. Ich bin noch gar nicht gestorben. Das haben wir nicht zu entscheiden. Bring ihn runter zum Wasser. Die Reinigung beginnt heute Nacht. Ah ja. Ich hab doch alle umgebracht. Wer ist denn das jetzt schon wieder? Ich will nicht zu denen gehören, lass mich frei. Im Lichte Gottes stehen und durch sein Tor gehen.
ins Paradies. Der da nicht. Er ist nicht rein. Oh je. Lass dich von deiner Sünde nicht abhalten. Bring den zu mir. Ja, hi Joseph. Schön dich zu sehen. Wir kennen uns, ne? Trotz allem, was du getan hast, kannst du immer noch erlöst werden. Du bist nicht irrtümlich oder zufällig hier. Du bist hier durch die Gnade Gottes. Du hast ein Geschenk erhalten. Nun bleibt abzuwarten, ob du dich entscheidest, anzunehmen. Oder ob du ablehnst. Er wird die Entzündung erreichen. Oder die Tore nach Eden bleiben auch für dich geschlossen, John. Ja, Joseph. Seltsame Familie. Du wirst erkennen, jede Sünde, die du je begangen hast, egal wie belanglos, egal wie klein, ich entreiße sie dir. Sehen wir, ob du die Entzündung wert bist. Wenn wir einfach beichten, wenn wir einfach sofort beichten, wird alles gut, oder? Nein, erst wird es schlimmer. Ja. Beichte ohne Schmerz keine echte Beichte ist. Ihr schreibt eure Sünden heraus, dann tragt ihr sie auf eurem Fleisch, bevor John sie euch abnimmt. Ein wunderbares Gefühl. Verfluchte Peggys! Hey, der Witzka! Ja, da, 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 da. Singt alle mit! Ich glaube, wir haben Unfall. Meine Analysen haben das ergeben. Aber ich wollte doch meinen Rocket Launcher ausprobieren. Beim Sturm auf die Kirche. Und sei kein Erbarmen. Du schon wieder. Den kennen wir doch. Yay, ich habe meine Freunde wiedergefunden. Die Reinigung, Story-Mission. Okay, wir haben noch unseren Geilo-Wagen. Ich glaube, das rote, der rote Punkt ist unser... Schade, Headshot ist schwierig mit dem Ding, aber... Wir können sagen, aber so... BAM! Knie vor dem... Nicht vor dem Zorn Gottes, vor meinem Zorn. Nee, 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 das wagst du nicht. So, ich glaube, Rocket Launcher bringt uns jetzt. Das war klar. So, Leute. Action, Bruder. Wir stürmen das Dach. Zack, Peng. Bam, Junge! Du Sau!
Das sind Freunde. Da hinten kommen... Jetzt hätte ich meinen Rocket Launcher gebraucht. Scheiße. So. Das TRG war heil, ne? So. Ah, hier ist ein guter Punkt eigentlich, so schön High Ground. Bam. Alter, habe ich den gerade mit der Faust? Egal. Sprich mit Pastor Jerome. Okay, aber anscheinend erst. Hallo? Pastor. Ich wusste, dass es Ärger bedeutet, als wir dich nicht finden konnten. Mach mal wieder ein bisschen lauter. In die richtige Richtung gewiesen. Wir haben dich wieder, aber es gibt noch andere, die unsere Hilfe brauchen. Die Sekte verlagert den Rest der Gefangenen. Merle haben sie auch. Die Zeit läuft. Nimm dir, was du tragen kannst und rette sie. Ich rufe ein paar unserer Leute zusammen. Wir werden sie brauchen, wenn wir das durchziehen wollen. Wir müssen zu ihm! Sie kommt auf Merle zurück! Okay, warte mal. Irgendwo hier ist noch meine Bazooka, jawohl. So. Die ist nicht geladen. Fuck, fuck, fuck. Okay, zurück. Wir haben, oder? Ne, die ist nicht geladen. Das ist nicht gut. Ah, nehmen wir wieder. Ne, das ist aber auch nicht gut. Wo ist denn unsere... Hier mit dem Rotvisier. Genau. So, jetzt machen wir wieder leiser hier. Sonst kann keine Sau was verstehen und dann rennen wir hier die Straße hoch. Und finden die Sache, die in 50 Metern auf uns wartet. Bitteschön. Ein Hindernis für mich. Was zum Fick geht da ab? Bomben? Von wo? Oder dass ich nicht den Weg über die Brücke genommen habe. Die wollen anscheinend hier die Brücke sprengen. Vor der Spießbudenlauf hier, oder wie das heißt. Spießbuden? Keine Ahnung. So, über die Brücke. Schnell. Okay, die Brücke steht noch. So, keine Bomben mehr. Aber Feinde. Bis, die jetzt wieder Russe sagt. Erstmal hochheilen wieder. Heilige Scheiße. Ich habe auch kein Medipack. Perfekt. Ich bin gut ausgerüstet. Ja, ja. Ich möchte nicht zu ihnen skippt. Diese Peggys wollen uns wirklich um jeden Preis in Johns Bunker bringen. Deputy, wir schicken dir einen Helikopter, der dich abholt. Halt einfach. Ah, geil. Mörser. Sind das Freunde oder Feinde? Feinde. Ich habe keine Muni, oder? Hä? Das war knapp. Ich hätte fast meinen Freund erschossen, aber... So, ja gut, mein... Kameraden. So. Fuck. Ich hätte einfach die Brücke sprengen müssen.
Aber das mache ich jetzt ja auch. Was denn nun schon wieder? Wieso glitzert das so? Das habe ich schon mal gesehen und das... Okay, ich bin nicht von denen gefangen worden. Nehmen wir jetzt den Mörser und machen das, was wir schon lange hätten machen. So. Brücke kaputt machen. So. In your face. War has changed. Alter, ist das geil. Ich will für immer nur noch mit dem Mörser spielen. Gibt's den hier portable oder so? In der transportablen Version? Sind immer noch welche. Es wird ausgeräuchert. Kommt keiner rüber. Ja, ich kann die Brücke auch nicht kaputt machen. Das ist komisch. Da hinten ist irgendwie einer im Wald. Der braucht schon Wald. How dare you? Geh doch da weg! Lol. Wo kommst du denn her? Wo kommst du? Kommt hier denn her? Cefix? Wir preisen Gummiraf auf unseren Felsen! Scheiß die Wand an! Ja, das wird zu spät sein. Erste Hilfe. Tschüss. Verlierer. Er hat irgendwas geworfen, wahrscheinlich eine Granate oder so. Dann ab in den Heli. Wir evakuieren. Kannst bitte losfliegen? Hm. Oh! Ich muss noch meinen Kollegen retten. Das ergibt Sinn. So. Okay, Leute. Wiederbeleben. Komm rauf. Scheiß die Wand an! Ich habe auch kein Erste-Hilfe-Set mehr. Hoch! Hoch! Ja, mein Puls wäre gleich weg gewesen. Naja, die Brücke hätten wir nicht halten können. Aber das war von der Story her ja auch nicht verlangt. Jetzt weißt du, womit wir es zu tun haben. Sie nehmen uns gegen unseren Willen mit. Ich weiß, du suchst nach deiner Freundin, aber False End ist nur ein Teil der Gemeinde, die unsere Hilfe braucht. Wenn wir erstmal stark genug sind, befreien wir alle Gefangenen. Versprochen. Okay, jetzt sind wir sozusagen beim Widerstand wie in Far Cry 4 beim goldenen Pfad angelangt. Und während unser Pilot hier rumflucht, ich merke gerade, ich bin auf dem Beifahrersitz, geil, konnte ich vorher nicht drauf. Und sobald er die Fresse hält... Ja. Gut. Dann war's das für diese Folge von Far Cry 5. Halt deinen Mund, ich mache jetzt meine Abmoderation. Wir wurden gerettet und... Wie es weitergeht, erfahrt ihr nächsten Montag bei der nächsten Folge. Ciao, Servus.